Du glaubst nicht, was heute schon wieder für ein Tag war. Es ist unglaublich. Jeder will die ganze Zeit irgendwas von mir. Ich verstehe es nicht. Ich kann doch nicht alles alleine machen. Und dann heute, wir hatten ein Teammeeting in der Zentrale. Das heißt, erstmal dorthin fahren. Verkehr, reines Chaos. Es war so schlimm, obwohl gar nicht so viel los war, trotzdem. Und dann dort angekommen. Die ganze Zeit muss man ja diese bescheuerte Maske tragen. Man kriegt darum doch keine Luft. Und wenn irgendjemand irgendwas sagen will, versteht man kein Wort. Es ist so schlimm. Und dann unser Chef. Deswegen, was der gesagt hat, deswegen hätte ich nicht in die Zentrale kommen müssen. Ja, er meinte so, ach, wie ernst doch die Situation ist und wie happy er ist, dass wir alle mit dem Homeoffice so gut klarkommen. Das hätte er auch einfach in der Mail schreiben können. Ich verstehe die Menschen manchmal nicht. Und dann die Melissa schon wieder. Die ist einfach schon wieder schwanger. Da kriege ich so... Ich glaube ja echt, dass sie das mit Absicht macht. Aber gut, ich meine, unabsichtlich schwanger werden wäre auch ziemlich bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Aber verstehst du, was ich meine? Jedes Mal, wenn es anstrengend oder schwierig wird oder sowas. Wer fehlt? Melissa. An wem bleibt's hängen? An mir. Es ist einfach nervig. Ich weiß. Und dann ist dann auch diese Sache mit dem Desk-Sharing. Da könnte ich mich echt richtig arg drüber aufregen. Mach ich aber nicht. Aber wer das erfunden hat, der hat keine Ahnung von nichts. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Also, wie auch immer, was ich dir noch sagen wollte. Ich glaube, also ich war ja letzte Woche in einem Gottesdienst. Da ging es ja um das Fundament und so. Das hat mir super gut gefallen. Die Predigt, die war echt richtig, richtig toll. Und das Anspiel, das hat es übelst gebracht. Das hat mir voll geholfen, das alles zu verstehen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt beschlossen, dass ich mehr Zeit mit dir verbringen will. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Wir beide, ich freue mich voll drauf. Das wird richtig genial. Ich muss jetzt aber noch schnell einkaufen gehen, weil ich noch ein paar Sachen brauche. Deswegen, also ich bin gleich wieder da. Bin wieder da. Oh Gott, war das heute schon wieder was. Gott, darf ich das eigentlich sagen oder eher nicht? Ja, auf jeden Fall, was da heute schon wieder beim Einkaufen los war, das war unfassbar. Die ganzen Menschen, die kaufen alles Toilettenpapier weg. Alles ist weg. Ich krieg nichts mehr davon ab. Keine Nudeln, keine Kartoffeln, nichts. Ich verstehe nicht, was die ganzen Leute damit machen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber Reis ist immer da. Das wollen die Leute nicht. Und wenn die Leute Mehl mit Wasser essen müssten, das wäre denen so egal, die würden trotzdem keinen Reis kaufen. Ich verstehe die Menschen nicht. Es regt mich auf. Aber Mehl mit Wasser, das ist doch eigentlich Brot, oder nicht? Ich muss jetzt noch schnell einen Kuchen backen. Das hätte ich ganz vergessen, weil heute Abend kommen ja meine Freundinnen zu Besuch. Und da muss ich noch alles fertig machen. Aber danach habe ich Zeit. Ah, Scheiße, heute läuft aber auch gar nichts. Sorry, Jesus, dass es so lange gedauert hat, gell, aber das war heute echt schon wieder, ich weiß nicht, was heute los ist. Aber ich habe überall in der kompletten Küche Mehl verteilt und jetzt muss ich natürlich noch die ganze Küche putzen. Es ist unglaublich, deswegen hat es auch so lange gedauert. Aber jetzt habe ich Zeit. Dich stört es aber bestimmt nicht, wenn ich währenddessen ein bisschen putz. Weil du weißt ja, heute Abend und so, da muss natürlich alles schön sauber sein. Ja.
Du musst lauter reden. Ich verstehe dich nicht. Du musst lauter reden. Shit, den Kuchen, den hätte ich jetzt ganz vergessen. Ja, ihr könnt kommen. Ja, alles ist fertig. Ja, ich freue mich auch. Ah, super, die kommt auch mit. Ja, ich habe Platz. Warte mal ganz kurz. Sorry, Jesus, aber die Clara, die kommt auch noch mit und deswegen wäre es gut, wenn wir genügend Platz. Ja. Ah, und noch eine Sache. Kannst du bitte die Weinflasche mitnehmen? Das sieht sonst komisch aus, wenn ich alleine Wein trinken würde, deswegen. Danke. Ah, und noch eine kleine Sache, Jesus. Es wäre super, wenn du den Abend heute, also wenn du machen könntest, dass der Abend heute schön wird, weil wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, also die Mädels und ich natürlich. Und deswegen wäre es super, wenn du das machen könntest. Ja. Dankeschön. Ja, ich freue mich. Bis später. Also wenn irgendwas heute meine Predigt besser gekleidet hätte als dieses Anspiel, also es hat hundertprozentig gepasst. Ihr werdet es nachher merken, ihr habt die Hektik erlebt, ja? Ihr habt euch vielleicht selber ein bisschen darin erkannt, vielleicht auch nicht, aber also ich habe ja gewusst, was für ein Anspiel kommt und ich habe überlegt, ob euch schon klar ist, dass der große aufgeschossene Mann mit den langen Schuhen Jesus ist, also jetzt hat er dann gesagt, ja, und es verdeutlicht unseren Alltag. Und wenn wir heute gehört, es geht um Alltag, Check-up, und dann geht es darum, wie kann Neues in unserem Alltag entstehen und wie, ja, sollen wir unseren Alltag gestalten. Und ich finde es total spannend, möchte euch am Anfang eine Frage stellen, und zwar, wenn ihr euch jetzt überlegt, was euch antreibt in eurem Alltag. Und zwar mal ganz speziell, was euch antreibt, christliche Dinge zu tun. Irgendwie christlich zu leben. Ja? Wir sind noch gar nicht beim Neuen, wir sind einfach mal, ihr überlegt jetzt mal kurz für euch, was treibt euch denn an, euren Alltag christlich zu leben. Dürft ihr mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, was die junge Frau hier angetrieben hat, christlich zu leben. Sie hat ja erzählt, sie war letzte Woche hier im Gottesdienst, hat die Predigt gehört, die Predigt hat sie irgendwie angesprochen. Ja? Vielleicht hat euch auch mal jemand gesagt, wie man sich als Christ verhält, wie man sich, ja, was man zu tun hat, was man zu lassen hat, wie man sich zu verhalten hat. Ja? Und ich möchte euch noch eine zweite Frage stellen. Das ist von außen vielleicht an euch herangetragen worden. Und die Frage ist, kommt das Leben, was ihr als Christen lebt, quasi so von eurem innersten Innern raus oder ist quasi motiviert von Menschen, die euch Dinge gesagt haben? Warum ist mir das so wichtig? Ich habe die ganze Reihe natürlich mitverfolgt, ist ja logisch, und habe gemerkt, dass es für mich so sein muss, dass
die christlichen Dinge, die ich tue, dass die irgendwie aus meinem Inneren kommen sollten. Das ist gut, dass wir Dinge hören von anderen Menschen und dass die uns auch sagen und vielleicht auch so macht man es nicht und das ist schon okay und das steht auch in der Bibel, wir sollen uns gegenseitig zu guten Taten anreizen, aber wenn es immer nur das ist, dass mir das jemand gesagt hat, dann ist es nicht meins. Und ich habe so für mich aufgeschrieben, ich glaube, dass Gott nicht an meiner Schaffenskraft und an meinem Tun erstmal interessiert ist, sondern ich glaube, er ist an einer echten Beziehung orientiert oder interessiert. So wie der Jesus hier gewartet hat, dass irgendwann mal es eine wechselseitige Sache gibt, dass er mal zuhört, aber auch mal was sagen kann und die Dame zuhört. Ja. Und dieses auf das Du, also Gott mit uns, auf das Du ausgerichtet ist die ganze Bibel. Wenn man die Bibel von Anfang an guckt und einen roten Faden sich sehen möchte, dann ist es da nicht, ich bin Gott und du hast zu tun, was ich dir sage und du hast für mich ein Sklave zu sein, sondern heißt immer von Adam und Eva bis zu Jesus, bis zum Schluss, Gott will mit uns eine Begegnung haben. Das ist biblisch. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, egal wo er jetzt zuhört, was Neues, aber das ist der rote Faden und das ist unser Gott. Und diese Begegnung, glaube ich, bringt mich dazu, dass ich aus meinem Inneren Dinge tue nachher und nicht nur, weil es mir jemand gesagt hat. Und das ist so quasi mein Fundament für diese Predigt. Das treibt mich seit einigen Wochen extrem an. Ich möchte nicht aus bloßem Gehorsam und weil mir jemand gesagt hat, so und so handelt ein Christ handeln. Ich möchte eine Begeisterung haben. Das ist so mein Anspruch gerade. Und da will ich euch heute mit reinnehmen. Vielleicht habt ihr auch den Anspruch oder die Lust drauf. Genannt habe ich, ich will es heute mal ganz am Anfang schon sagen, genannt habe ich diese Predigt heute oder so ein Satz heißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Dieser Satz ist mir aber zu platt, ja? Den will ich euch gar nicht so präsentieren, sondern ich habe ein bisschen abgewandelt. In der Ruhe liegt meine Kraft und die Begeisterung der Begegnung. Um das dreht sich heute alles. Wenn wir unseren Check-up in unseren Alltag reinziehen wollen und wollen, dass da Neues entsteht, dann sage ich euch, Satz des Tages, in der Ruhe liegt meine Kraft und die Begeisterung der Begegnung. Für das gucken wir uns die Bibelstelle an, wir sind ja im ersten Petrusbrief. Wir gucken uns gemeinsam die Bibelstelle an und schauen, wie wir da hinkommen, was ich euch da jetzt quasi, also dass das auch biblisch irgendwo fundiert ist, was ich euch da jetzt heute anbiete. Ja? Wir lesen Petrus, 1. Petrus 4, 7 bis 11. aus der Gute-Nachricht-Bibel. Könnt ihr auch daheim mal nachlesen oder jetzt mitlesen. Ich lese euch vor. Das Ende der Welt ist nahe. Seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Nehmt einander gastfreundlich auf, ohne zu murren. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Alles, was er tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. Das ist dieser Vers, der zugrunde liegt, den habe ich mir angeguckt. Und wir gehen jetzt mal Vers für Vers durch. Das Ende der Welt ist nahe, seid besonnen und nüchtern, damit nichts euch am Beten hindert. Das ist der erste Satz dieses Abschnittes. Wenn man mal reingeht und überlege, das Gebet unsere Möglichkeit ist, mit Gott zu reden und zu kommunizieren
und nicht nur, so wie es eben war, in eine Richtung gedacht ist, sondern eine wirkliche Möglichkeit ist, mit Gott auch in einen Dialog zu kommen, dann steht es hier als allererstes. Gebet ist unaufgiebbar. Dann lasst nicht nach in der Liebe zueinander, denn die Liebe macht viele Sünden wieder gut. Hier ist gemeint, dass wenn wir lieben in einer Beziehung, ganz praktisch, wenn wir uns streiten, dass wir ganz schnell wieder vergeben sollen und diesen Groll nicht pflegen sollen. Das heißt dann, die Liebe macht die Sünden wieder gut. Jemand verletzt mich, hat mir was angetan, aber wenn ich Liebe habe, dann weiß ich, ich bin auch nicht immer perfekt, also vergebe ich und dann ist die Beziehung wieder gut. Nehmt einander an, gastfreundlich, ohne zu murren, da ist der Blick auf den anderen. Ja. Es gibt sicherlich Leute, die haben große Gastfreundschaften, haben gerne Leute in ihrem Haus. Dann gibt jeder hat eine Fähigkeit, dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder mit seiner besonderen Gabe, jeder von uns hat eine Begabung, die dafür einsetze. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade. Gott hat ja jedem etwas geschenkt, was er gut kann, und die soll man einsetzen. Wenn jemand die Gabe der Rede hat, soll Gott durch ihn zu Wort kommen. Wenn jemand die Gabe der helfenden Tat hat, soll er aus der Kraft handeln, die Gott ihm verleiht. Die Kraft, die Gott ihm verleiht. Nicht jeder macht alles, aber alles, was er tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. In einer anderen Übersetzung steht drin, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Wir sind also jetzt dabei, dass wir ganz viele Aufträge schon wieder bekommen haben. Der eine soll reden, der andere soll helfen, der andere soll, ich glaube, vergeben sollen wir alle. Ganz viele Appelle wieder an uns. Aber diese Bibelstelle hat genau zwei Sachen, die sie einschließen. Und das ist am Anfang das Gebet und am Ende, wir machen alles zur Ehre Gottes. Das sind die wichtigsten Dinge. Das Gebet, da heißt dann, seid besonnen und nüchtern. Also ich sage es jetzt mal so, damit nichts euch am Beten hindert. Besonnen und nüchtern heißt, ich besinne mich drauf, dass mit Gebet alles beginnt. Wenn ich im Alltag Neues entstehen lassen will, dann beginnt es mit Gebet. Und seid nüchtern, wir müssen auch nüchtern sein, indem wir merken, was hindert uns am Beten. Was war vorhin der große Hinderer? Da war einfach zu viel Beschäftigung. Ja, was weiß ich, Ärger im Geschäft, okay. Dann noch Brotbacke oder was und dann noch Sauge. Ich habe ja gesagt, in der Ruhe liegt meine Kraft. Das kommt heute immer wieder vor. Da war keine Ruhe. Also wir brauchen einen kühler Blick. Was hindert uns am Gebet? Und dann sage ich, ich habe ja vorhin gesagt, mein erster Satz oder mein Anfang war ja das, ich glaube nicht, dass Gott an unserer Schaffenskraft interessiert ist, sondern er ist ja an unserer Beziehung interessiert. Und ich glaube, wenn wir diese Bibelstelle nur das Innere rausnehme und sage, wir sollen das tun, das tun, das tun, gibt es in unserem christlichen Leben eine große Gefahr, dass das ein Krampf wird. Deswegen habe ich euch am Anfang gefragt, was motiviert euch, christliche Dinge zu tun? Wenn es nur andere Menschen sind, müsst ihr irgendwann eure Basis checken und müsst ihr hinkommen, dass es von innen raus aus euch sprudelt, dass es von innen raus eine Motivation gibt. Da müsst ihr rankommen, sage ich euch, weil sonst läuft es leer. Ja, das ist wie ein Tank. Ja, der muss immer wieder gefüllt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werdet ihr christliche Dinge tun, aber es wird euch, ich glaube, zu einem großen, krampfigen Christsein führen, wo ihr nachher denkt, eigentlich macht es gar keinen Spaß und warum mache ich das eigentlich? Nicht mein Kopfwissen soll mich dazu bringen, dass ich für Gott eifrig bin und meine Zeit einsetze und auch meine Prioritäten ordne, sondern mein Herzwissen. Es muss Herzwissen sein, man muss mein Herz schlagen. Und genau für das, für dieses Ende dieser Reihe, wo mir es darum geht, ihr sollt für Gott gute Dinge tun, aber ihr müsst wissen,
was ist, was kommt zuerst? Und ich habe vor ein paar Wochen Experiment angefangen und deswegen gehe ich in dieser Predigt auch so stark drauf ein, weil dieses Experiment mich dazu gebracht hat, wieder mehr von innen eine Begeisterung, ja, mein Satz heißt da, die Begeisterung der Begegnung, ja, erkläre ich euch gleich, dass das zuerst kommt, bevor meine Schaffung, mein Schaffen, mein Tun, mein ich power mich aus für Gott, das geht auch, aber erst kommt das Gebet, erst kommt diese Begegnung. Ich habe eine ganz tolle Predigt hören dürfen. Das war ein Podcast vom Johannes Hartl, bekannter Mann. Das wird auch angeworfen. Wen das nachher interessiert, den kann man bei Spotify als Podcast, man kriegt den aber auch ganz normal über YouTube, heißt Spirit Fitness und hat mich vor 3-4 Wochen wirklich, hab's im Auto angehört, wirklich extrem begeistert. Ich hab's angehört und hab gedacht, ja, wir machen Krafttraining, wir gehen joggen, ja, wenn es geht, wir machen alles, aber wir brauchen auch eine geistliche Fitness. Wir brauchen eine Fitness und das ist ein Training. Und das ist der Kern von heute, dieses Training. Das ist das Gebet, was am Anfang dieser Bibelstelle steht. Dieses seid nüchtern und besonnen. Ihr braucht eine spirituelle Fitness. Hartl hat es wunderbar, also guckt es euch mal an, es geht 1:06. Ich gebe euch ein paar Auszüge, was jetzt mit mir gemacht hat. Aber ganz wichtig ist, er sagt, hey, wenn ihr nicht zur Ruhe kommt, werdet ihr an der Gottesbegegnung vorbeigehen. Und im Umkehrschluss auch an dem, was euch oder das euch, was von innen begeistern kann. Super Anspiel dazu, ihr habt es gesehen, es war immer kurze Diskussion. Jesus wollte gerade mal kurz sich einschalten, zack, war sie wieder weg. Ja? Unser Leben ist so. Und mein Experiment ging jetzt oder geht im Moment in diese Richtung, dass ich mich trainiere in Ruhe, dass ich mich trainiere, spirituell Gott zu begegnen und ihn wahrzunehmen. Und das sind im Moment meine Grundsätze. Nicht tun, sondern trainieren, eben wahrnehmen. Die Begegnung mit Gott trainieren. Jetzt sagt ihr vielleicht, oder Leute am Livestream sagen, Sascha, was erzählst du da eigentlich? Wo steht es, dass wir Gott begegnen können? Wo steht es, dass Gott da ist, wo ich gerade bin? Das steht in der Bibel, zum Glück. Es steht zum Beispiel in Jakobus 4,8, naht euch Gott, und er naht sich euch. Ich gehe einen Schritt auf ihn hin, er ist da. Es steht in Matthäus 6, Vers 5 und 6, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wir können überall beten, das ist nichts Thema. Also das wäre ja schlimm, wenn wir nicht überall beten können. Das kommt auch nachher noch. Aber wenn wir uns nicht die Ruhe nehmen und wenn wir nicht auch mal alles weglegen, was uns beschäftigen möchte oder beschäftigt, werden wir an dieser Gottesbegegnung vorbeirauschen. Weil auch in der Bibel drin steht, dass Gott ruhig und leise spricht. Jesus war vorhin relativ ruhig und leise, also er hat, glaube ich, gar nichts gesagt. Ganz praktisch, was mache ich jetzt in meinem Alltag? Wie komme ich dazu, dass ich nachher sagen kann, dass ich diese begeisternde Begegnung habe. In der Ruhe liegt meine Kraft. Ich habe mich jetzt entschieden, das ist mein Experiment, mir jeden Morgen, alter christlicher Hut, Zeit zu nehmen mit Gott. Klingt sehr christlich, gell? Aber wenn ich es nicht mache, mache ich es nicht. Ist ganz einfach. Das heißt, ich stehe ein bisschen früher auf und sitze an meinem Tisch daheim oder irgendwo halt. Und muss erstmal zur Ruhe kommen. Morgens ist das leichter als abends, weil dann hast du wirklich schon den Kopf voll abends. Morgens ist das für mich wirklich was so. Und dann muss mein Handy weg. Das muss irgendwo sein, wo ich nicht hinkomme. Das muss weg. Computer muss auch weg. Muss weg. Bringt nichts. Weil du hast immer die Tendenz, das Ding wieder in die Hand zu nehmen. Also das sagt alles der Hartl auch. Also ist das nicht von mir, aber es ist gut. Genau. Dann geht's weiter.
Und dann nehme ich diese Bibelstelle, die ich eben gesagt habe, für wahr und realisiere für mich, dass Gott hier ist und gegenwärtig ist. Das nehme ich für wahr, weil es in der Bibel steht. Und weil ich als Kind Gottes diese Möglichkeit habe. Das ist unser ganz großes Glück, dass Gott durch Jesus uns wieder in die Gegenwart Gottes versetzt hat. Wenn ich an Jesus glaube und wenn ich daran glaube, dass er mit seinem Blut für meine Fehler, für meine Sünden bezahlt hat, darf ich sofort oder kann ich dadurch sofort in seine Gegenwart kommen. Aber es ist ein Training. Es ist ein spirituelles Training. Es hört sich jetzt ein bisschen, keine Ahnung, abgespaced an, aber es ist ein Training. Für mich ist es wirklich so, ich mache mir das bewusst, ich schnaufe dann auch mal tief durch, das tut mir gut, und weiß, Gott ist da. Und dann ist was ganz Wichtiges, und das ist auch in der Ehe und in jeder Beziehung wichtig. Und dann musst du aber auch da sein. Wenn du mit deinen Gedanken schon wieder da bist, was du heute noch zu tun hast, wenn man Haus baut, ist man wahrscheinlich schon wieder dran, zu überlegen, mit wem muss ich heute noch telefonieren, ja? Oder was habe ich im Geschäft? Oder wenn du in der Vergangenheit bist mit deinen Gedanken und denkst zu arg drüber nach, was habe ich gestern falsch gemacht oder wie auch immer. Also du musst auch da sein. Also Gott ist da, aber du musst auch da sein. Vielleicht kennt ihr das, wenn man eine Ehe führt, merkt, Frauen merken das ganz schnell, wenn wir mit den Gedanken, ja, nicht da sind. Die merken das, ja, die haben da so einen Sinn. Oh, halt mal, hast du gehört, was ich gesagt habe? Und so ist es auch mit Gott, wir müssen da sein. Und dann geht's los. Und so mache ich das. So setze ich mich hin und ich glaube, Gott ist da. Und dann aus dieser Begegnung beginnt mein Tag. Ohne Stille geht es nicht. Achtung vor Abschweifung, das ist eure Gedanken. Wir müssen uns ein bisschen sammeln. Und dann ist das mein Trainingsfeld gerade, dass ich dann von da meine Gebete starte. Aber ich starte sie auch so, dass ich immer wieder Phasen habe, wo ich einfach höre, welche Gedanken kommen mir in den Kopf. Für die Predigt habe ich viel Gedanken, also habe ich mich immer wieder hingesetzt und habe gesagt, Gott, was wäre denn jetzt ein guter Satz oder was wäre wichtig dafür? Und das begeistert mich gerade. Und ich nehme das mit in meinen Tag dann. Ich mache in meiner Schule manchmal eine kurze Pause, stehe ich irgendwo an einem Geländer oder irgendwas, wo ich, oder in der Pause gucke ich mal, setze mich kurz hin und sage, Jesus, danke, dass du da bist. Und ich schnaufe kurz durch und sage, du bist jetzt hier. Und das passiert jetzt gleich. Kannst du mir dabei helfen? Was meinst du dazu? Und ich lechze zurzeit nach diesen kurzen Sequenzen am Tag, wo ich eine Ruhe habe. Wo es wirklich ruhig ist und wo ich merke, Gott ist da. Und das ist für mich ein Training, weil ich das Gefühl habe, das ist mein Gefühl, je öfter ich das mache, umso schneller wird mir die Gegenwart Gottes bewusst. Ich glaube wirklich daran, dass wir die Gegenwart Gottes spüren können. Ich, also mein aktueller Eifer, mein aktuelles Experiment ist, ich lechze nach Momenten, wo ich bewusst Gott wahrnehme. Und das begeistert mich gerade wieder. Und das macht mich dann fit, um gute Dinge zu tun. Macht mich geduldiger, sagt die Bibel. Es steht immer in der Bibel, der Heilige Geist gibt uns Früchte des Geistes, Freundlichkeit, Friede, Geduld. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Ja? Es ist immer das Gleiche. Diese Bewegung, die Begegnung und die, ich sage jetzt mal, Inspiration, spirituelle Fitness heißt, ich bin fit, dass ich Gott, dass ich Ruhe habe und mit Gott eine Begegnung habe. Und dann kommt mein zweiter Punkt. Ich nehme ja diesen Bibelvers von oben und habe die Klammer gesetzt. Dann können wir im Alltag Gott Ehre machen. Täglich seinem Namen Ehre machen. Ich nenne mich Christ. Also will ich doch diesem Namen auch Ehre machen. Und das kann ich in meinem Alltag bei allem. Und jetzt möchte ich euch was vorstellen, was auch morgens meine Zeit gerade begleitet. Und das ist jetzt eine familieninterne Werbepause, aber ich bin so begeistert davon. Meine Schwägerin
hat ein Buch geschrieben, das heißt, Deine Seele will blühen. Das ist ein wunderbares Buch, ich habe leider keine heute dabei, aber ich kann euch besorgen. Bei Gerd Medien ist es erschienen und da geht es auch um unseren Alltag. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Mit allen Sinnen erspürt sie die göttliche Gegenwart und lädt uns ein, innezuhalten, hinzuhören und wahrzunehmen und kleinen Wundern beim Wachsen zuzuschauen. Der schmutzige Fußboden ist plötzlich heilig, die Morgenroutine nicht mehr mühsam, sondern wundervoll. Eine leise Hymne an die Heiligkeit des Alltags. Das inspiriert mich auch, weil in diesem Buch mir klar wird, es geht um die Wahrnehmung tagtäglich. Ich beginne mit Jesus meinen Tag und gehe aber sehr aufmerksam durch den Tag und möchte in meinem Tag meinem Gott Ehre machen. Ich möchte ihm Ehre machen. Und es sind banale Dinge. Das kann ein Anhänger sein, den ich quasi für meinen Nachbar, wo ich nochmal kurz klingel und sage, hast du Rasenschnitt? Ich nehme ihn mit, ich fahre heute eh zum Recyclinghof. Ich möchte mit allem, was ich tue, Gott Ehre machen. Es klappt nicht immer. Manchmal mache ich ihm keine Ehre, aber dann mache ich ihm Ehre, wenn ich mich bei dem entschuldige, den ich jetzt vielleicht gerade irgendwie angemutzt habe. Ja? Aber das ist mein Alltag. Und dieses Buch, oder es gibt ja andere Bücher, wo es gab ja mal so einen Mönch, der hat wirklich in seinem Alltag, der war immer mit Gott unterwegs und hat wirklich viel mit Gott geteilt und hat mit ihm über alles gesprochen. Und es begeistert mich so, weil unser Alltag nicht losgelöst sein soll. Und dieses Buch ist für mich so ein kleiner Schatz, das nehme ich morgens dazu und merke, und ich liebe es, das sind also wirklich Alltagsgeschichten von ihr, natürlich kenne ich jetzt auch meine Nichte und meine Neffe, ist ja logisch, aber das ist egal, ich liebe es auch von anderen Leuten, Alltagsgeschichte, wie sie Gott im Alltag erleben und wie Gott zu ihnen spricht und wie Gott ihnen, ja, wie er sie unterstützt. Ich möchte seinem Namen Ehre machen und das aus einer Begeisterung raus. Aus dieser Begeisterung der Begegnung. Und ich glaube, ich ehre ihn nicht, wenn ich den Namen Christ trage und mein Leben wirkt sehr verkrampft und verbissen. Dann ehre ich Gott nicht. Aber ich ehre Gott, wenn man merkt, dass es aus meinem Inneren raus sprudelt, ja, und dass ich diese Begeisterung weitertrage. Und das ist mein Experiment, ich bin noch nicht so weit und ich muss auch sagen, es ist ein Fitnesstraining, es ist ein Training, zur Ruhe zu kommen, es ist ein Training, Dinge wegzulegen, es ist ein Training, nicht gleich wieder Dinge zu tun, sondern erstmal abzuwarten. Wir sind so schaffig, wir wollen immer gleich was erledigen, wir haben keine 2 Minuten, wo wir auf dem Bobbe sitzen und ruhig sind und das müssen wir uns aber nehmen. Und dann sage ich euch was, wenn ihr das tun wollt, ist mein Auftrag an euch. Dann könnt ihr 2 Sachen machen, oder ihr solltet 2 Sachen machen. Ihr solltet die Entscheidung dazu treffen, aber ihr solltet dann auch gleich einen fixen Termin euch überlegen. Hartl sagt es so, alle Dinge, die du dir vornimmst, die du aber nicht, in Zeit und Raum fixierst, wirst du nicht tun. Vielleicht kennt ihr das, ich nehme ja schon ewig vor, das und das zu tun, hab's aber noch nicht gemacht. Aber wenn du jetzt sagst, okay, morgen früh um 8 oder um 6, wann ihr halt auch wach seid, oder heute Abend mache ich mir eine Zeit, wo ich mich hinsetze, durchatme und versuche und lerne, Gott zu begegnen. Vielleicht auch die Bibel nehmen und nochmal nachlese, wo steht es überhaupt, dass Gott uns sich heute nahen will, wo ich mir klar mache, bin ich ein Kind Gottes, wenn nicht, werde ich ein Kind Gottes, weil ich einfach sage, Jesus, mach mich dazu, ja. Und will dir nachfolgen, aber die Begeisterung der Begegnung führt mich nachher in eine Ehre machen im Alltag. Und ich glaube, das ist die wichtigste Basis. Wir haben ein Gebetsangebot, wie immer, mit Abstand, aber wir wollen es weiterhin anbieten, auch nach dem Gottesdienst könnt ihr da bleiben.
Überlegt mal, ob ihr das machen wollt, ob ihr für euch sagt, jawohl, ich möchte meinen Alltag heiligen und ich möchte Gott Ehre machen. Und vielleicht nehmt ihr euch einen Termin mit Gott, wo ihr sagt, und jetzt will ich das, was der Sascha mir gesagt hat, ich möchte das auch selber mal ausprobieren. Ich möchte das, diesem Experiment, das möchte ich auch durchführen. In der Ruhe liegt meine Kraft, die Begeisterung der Begegnung. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns begeistern möchtest. Dass du nicht in erster Linie an uns als helfende Hände und als Arbeiter interessiert bist, sondern du bist an uns als Personen interessiert, als deine geliebten Kinder. Wie der Hirte, der das letzte Schaf noch sucht, weil es ihm wichtig ist. Dafür danke ich dir. Ich möchte, dass für alle, die jetzt sagen, ich möchte auch dieses Experiment der Begegnung, der Zeit, der Ruhe eingehe, dass du jedem begegnest. Ich glaube dran und ich weiß, dass es eine Verheißung ist von dir und diese Verheißung werde wahr, weil sie in der Bibel steht. Wir dürfen dran glauben. Wenn Glaube auf Verheißung trifft, geschehen Wunder. Daran glaube ich. Amen.